Vor genau einer Woche, letzten Mittwoch, waren die Märkte noch optimistisch in die Fed-Sitzung gegangen. Am Tag vorher, am Dienstag vor einer Woche, die niedriger als erwartet ausgefallenen Inflationsdaten der S&P 500 über die Marke von 4.100 vorbörslich gestiegen. Dann aber die Fed-Sitzung und vor allem die Aussagen von Jerome Powell auf der Pressekonferenz und booms ging es nach unten, etwa 8%, so die durchschnittlichen Verluste der US-Indizes seit dieser Zeit. Und warum haben die Aktienmärkte verloren? Weil die Fed, weil vor allem Jerome Powell gesagt hat, naja, wir müssen die Inflationserwartung weiter anheben für 2023, deswegen müssen wir die Zinsen über 5% anheben. Und die Gründe, sagte Powell, das sei der sehr, sehr enge Arbeitsmarkt auf der einen Seite, und vor allem die Kerninflation im Service-Sektor. Zwei Argumente hatte Paul hier ganz, ganz weit nach vorne geschoben. Und eins ist klar, der Mann hat sehr, sehr wahrscheinlich gelogen, denn er wusste, dass seine Zahlen nicht korrekt sind. Es gab klare Dinge, die vorher passiert sind, die darauf hindeuten, dass Paul irgendwie eben Argumente suchte, um diese hawkische Haltung zu rechtfertigen. Denn er wollte diese Rallye stoppen, diese Aktienrallye stoppen, denn Aktienrallye heißt lockere Financial Conditions. Lockere Financial Conditions heißen mehr Nachfrage. Mehr Nachfrage heißt, die Fed hat länger mit dem Inflationsproblem zu tun. Also wollte Jerome Powell die Märkte nach unten bringen und brauchte da irgendwie händeringend Argumente. Ich hatte schon gesagt, das passt nicht zusammen, oder mehrfach gesagt, was die Fed da sagt, das passt nicht zusammen. Auf der einen Seite sehen wir eine stark rückläufige Inflation, auf der anderen Seite hebt die Fed ihre Prognose für Inflation in 2023 signifikant an. Irgendwie nicht so wirklich logisch, und dementsprechend ist eines klar, die Fed will den Abverkauf, Jerome Powell will den Abverkauf, wie ich einst getitelt habe, obwohl die Investoren eben wie der Esel hier die Karotte, der Karotte hinterherjagen. Und jetzt schauen wir uns mal an, welche klaren Belege es dafür gibt, dass Paul die Unwahrheit gesagt hat, nein, gelogen hat. Lügen heißt, die Unwahrheit sagen und sich dessen bewusst sein, dass man die Unwahrheit sagt. Unwahrheit kann man auch sagen, wenn man sich nicht, wenn man nicht die Wahrheit wirklich weiß. Aber hier ist ganz klar wohl der Begriff Lüge angebracht. Und der erste Punkt, der jetzt auch langsam in den USA politische Wellen schlägt, die Philadelphia Fed, also eine Abteilung der Fed mit Sitz in Philadelphia, er hat einen Tag vor der Pressekonferenz von Jerome Powell klar gemacht, also wir haben uns die Zahlen nochmal angeschaut, das, was offiziell an neuen Jobs geschaffen wurden zwischen März und Juni diesen Jahres, das waren nicht 1,12 Millionen Jobs, sondern es waren 10.000 Jobs, also man hat mehr als 1 Million Jobs offenkundig hinzu erfunden vom Bureau of Labor Statistics. Ich habe diese Berechnungsmethoden, Seasonal Adjustments, Burst S Model, nie ganz verstanden. Da war immer Hokus Pokus drin. Und das heißt, man hat da mehr als 1 Million Stellen praktisch in 3 Monaten hinzu erfunden, die vermutlich überhaupt nicht der Fall sind, sodass Jerome Powell sagen konnte, ja, guckst du, Arbeitsmarkt ist ja extrem eng. Jetzt gibt es hier die Forderung von republikanischen Senatoren, die sich auf diesen Philadelphia Fed-Bericht beziehen und sagen, Mensch, euch muss klar gewesen sein, und das Bureau of Labor Statistics ist mit Regierungsleuten besetzt, gar keine Frage, der beiden Regierung müsse klar gewesen sein, dass all das praktisch Fake-Zahlen sind, dass das Fake-Jobs sind. Also das Ganze zieht jetzt politische Kreise, das ist das eine. Und diese Dame, Danielle DiMartino Booth, die einst für die Fed gearbeitet hat und das Buch dann geschrieben hat, Fed Up, die hat gezeigt, dass auch diese Dienstleistungskerninflation, die Paul hier ins Feld geführt hat, klar dabei ist zu fallen, während Paul praktisch über Spezies, etwa den New York Fed-Chef, nochmal die Inflationsprognosen nach oben hat nehmen lassen, obwohl die Fed klare Indikationen, klare Daten hat, dass die Inflation faktisch bereits nach unten geht. Dementsprechend ist Paul jetzt in der Situation, im nächsten Jahr werden drei tendenziell hawkische Fed-Mitglieder gehen, Mester wird gehen, George wird gehen und vor allem Ballard wird gehen. Es kommen wahrscheinlich neue dovische Mitglieder rein. Also war Paul in der Situation, dass er irgendwie begründen muss, warum letztendlich das Komitee hinter ihm steht, auch mit den Inflationserwartungen, die nach oben geschraubt werden, etc. etc.
Hier sehen wir, dass auch in diesem Sektor, den Paul als hochgradig inflationär bezeichnet, im Grunde dieser Trend bereits längst gebrochen ist. Das hat Daniel DiMartino Booth gezeigt und sie sagt in einem Video, das ich Ihnen da verlinken werde, ganz klar, der Mann hat gelogen, es ist wie es ist. Und sie weiß aus dem Inneren der Fed heraus, wie dort die Logiken sind und sie sagt, wenn Paul will, dass die Aktienmärkte fallen, dann soll er das gefälligst sagen. Wenn Paul will, dass dieser Fed-Pivot, also der Glaube der Märkte, dass immer da ein Sicherheitsnetz unter ihren Hintern gespannt ist, dann soll er das bitte gefälligst sagen, aber nicht falsche Daten benutzen und wissen, dass es falsche Daten sind. Das ist, finde ich, ein extrem interessanter Punkt. Und eins ist ja klar, die Fed weiß natürlich um die Folgen der Liquidität. Normalerweise, wenn die Fed eine lockere Geldpolitik betreibt und Kredite einfach zu erlangen sind, dann ein Boom. Und wenn das Gegenteil passiert, dann ein Bust. Und dementsprechend sehen wir eine permanente Abfolge von Boom und Bust. Je größer die Party, umso größer dann der Kater danach, könnte man sagen. Und das hat sich leider immer wiederholte, das ist offenkundig das Muster. Und jetzt sind wir in einer Situation, wo die Stock Valuations jetzt mal auf Case-Shiller-Basis, also das inflationsbereinigte Kursgewinnverhältnis der letzten 10 Jahre bis heute, nach wie vor extrem hoch ist, nachdem die US-Haushalte nach wie vor eine extrem hohe Exposure in Aktien haben, in der 96. Perzile, also nur in 3-4% war letztendlich diese Allokation der Haushalte in Aktien höher. Und gleichzeitig sehen wir, dass Quantitative Tightening passiert, dass also die Fed hier Liquidität entzieht, indem sie ihre Bilanz schrumpft. Und wir sehen ja Resultate dieser ganzen Aktionen, dieser Zinswende des monetären Klimawandels auf der einen und auf der anderen Seite eben die Bilanzreduzierung. Hier sehen wir, dass der Aktienmarkt 11,7 Billionen Dollar verloren hat. Im Tief waren wir sogar bei 13,6 Billionen. Und wir sehen jetzt den zweitschlechtesten Dezember bisher seit dem Jahr 1957, hatte ich gestern schon gesagt. Nur 2018 war krasser. Auch da Paul, der Verursacher eines massiven Abverkaufs. Und Amazon ist jetzt übrigens die erste Firma, die es geschafft hat, 1 Billion an Marktkapitalisierung wieder zu verlieren. Wenn wir uns Amazon, Microsoft, Meta und Google und den Kryptosektor anschauen, dann sind da Wertigkeiten von 5,5 Billionen mal eben wieder verpufft. In der gesamten Finanzkrise wurden 8 Billionen an Marktkapitalisierung praktisch ausradiert. Also 4 Aktien und Krypto erreicht schon fast Dimensionen wie letztendlich jetzt die gesamte Finanzkrise. Das zeigt, was da hinzugewachsen ist, gerade im Kryptobereich aus heißer Luft. Da sind Wertigkeiten entstanden, die dann eben letztendlich wieder verschwinden müssen. Und das ist das Seltsame auch dieses Bärenmarktes. Die Tech-Aktien, die fallen, als wäre es das Jahr 2021. Die Dickfische, die ich vorhin genannt habe, die fallen zwischen 30% und 60%. Die Fed hebt weiter die Zinsen an. Rezession ist sehr wahrscheinlich. Und dennoch, der S&P 500 hält sich dafür doch ziemlich gut. Das muss man sagen. Aber Bullenmärkte verstecken Investment, Fehlentscheidungen, Bärenmärkte liegen sie offen, könnte man hier mit Lance Roberts sprechen. Und eine Fehlentscheidung ist sicherlich, und das ist halt immer so die Frage bei einer Blase, du kannst mit einer Blase wahnsinnig viel Geld verdienen, zum Beispiel mit der Tesla-Aktie, solange die Blase intakt ist. Aber wehe, wenn sie platzt. Und ich würde niemals, selbst wenn man Geld verdienen kann, eine Blase empfehlen, in dem Sinne ja, geht da rein, ihr werdet Geld verdienen. Wenn ich nicht davon überzeugt bin, dass das irgendwie ein sinnvolles Investment ist, ein nachhaltiges Investment, sondern einfach eben nur eine spekulative Blase, so wie Tesla. Und Tesla ist jetzt übrigens weniger wert als Exxon. Also das ist sozusagen die elektrische Zukunftshoffnung, ist jetzt eingeholt worden von der fossilen Realität, könnte man sagen. Tesla gestern über 7% gefallen, sechs der letzten zwölf Tage ging es für Tesla nach unten. Das ist jetzt der schlechteste Monat ever für Tesla, minus 29,2%. Und das ist nicht, weil Elon Musk jetzt eigene Aktien verkauft oder Twitter gekauft hat, all das spielt eine Rolle, aber es ist eben der Fall,
dass jetzt diese Änderung der Geldpolitik wahrscheinlich zu einer Rezession führen wird. Und dann schaut man sich die Bewertung von Tesla an, nach wie vor mehr als das Achtfache von BMW und Mercedes zusammen. Man verkauft auch nur einen Bruchteil der Autos. Jetzt Strompreis gestiegen, auch sozusagen hier Treibstoff, wenn man so will, in Anführungszeichen, teurer für Elektroautos. Also da ist eben die Frage, ob Tesla das ganz, ganz große Ding wird. Das ist anzuzweifeln. Naja, es gibt jemand, der das nicht tut, das ist meine zweitbeste Freundin Cathy Wood, die jetzt gestern nochmal über 19.000 Tesla-Aktien gekauft hat, kann kurzfristig als Trading-Position nach einem solchen Abverkauf funktionieren, aber dennoch dürfte die Tesla-Aktie in Richtung 30 bis 10 Dollar fallen perspektivisch. Schauen wir uns hier mal FedEx an, die gestern mit ihren Aussagen so ein bisschen die Rezessionssorgen bestätigt haben. Man versucht jetzt Kosten einzusparen. Man spricht von nachlassender Nachfrage, Continued Demand Weakness. Also man versucht letztendlich das zu tun, was alle tun, wenn die Zeiten härter werden. Man rückt enger zusammen, wird versuchen, jeden Cent umzudrehen. Und das wird dann auch für 2023 gelten, wenn dann sehr wahrscheinlich die Rezession kommt. Wenn Sie jetzt mal ein paar Tipps brauchen, welche Aktien wahrscheinlich echte Shorts sind, dann würde ich Ihnen die Empfehlungen von Jim Cramer empfehlen. Der hat 7 Aktien empfohlen. Eli Lilly, Humana, Johnson & Johnson, Caterpillar, Deere, Landwirtschaftsmaschinenhersteller, TJX Companies und Morgan Stanley, die Großbank. Also diese Dinge, die Jim Cramer empfiehlt, sind nach inverser Logik, die extrem zuverlässig ist, vielleicht optimale Short-Kandidaten. Geht der Markt jetzt weiter short? Wir haben gestern eine wichtige Trendlinie nochmal verteidigen können, versuchen jetzt so eine Umkehrkerze zu machen. Da kann durchaus jetzt noch weiter diese Erholung stattfinden, aber, und das ist, glaube ich, das Wichtige, was ist die übergeordnete Bewegung, was ist die sinnvolle Bewegung, die nachhaltige Bewegung, die geht erst noch nach unten, bevor wir dann einen Boden finden werden. Das heißt, selbst wenn wir jetzt eine Erholung sehen, was durchaus nicht unwahrscheinlich ist, dann sind das im Endeffekt Verkaufsgelegenheiten, denn wir werden hier im unteren Chart diese untere Trendkanalbegrenzungslinie wahrscheinlich testen. Das heißt, wir dürften deutlich unter die 10.000er Marke fallen beim Nasdaq 100 und wir dürften beim S&P 500 so in die Zone 3.200 bis 3.400 fallen, auch wenn wir jetzt vielleicht eine Erholung sehen. Gestern das entscheidende Motiv, das was mit dem Yen passiert ist, nach der Aktion der Bank of Japan, die praktisch ihre Yield Curve Control angezählt hat. Wir haben beim Yen die größte Bewegung eines ganzen Jahrhunderts gesehen. Das muss man sich mal vorstellen. Jetzt sind die zweijährigen Anleiherenditen Japans das erste Mal über die Marke von Null gestiegen seit dem Jahr 2015, also schon seit gut 7 Jahren. Und jetzt müssen wir uns vorstellen, in welcher Situation die Bank of Japan ist. Und sie ist ja sozusagen der Vorreiter dieser überschuldeten Welt, die eigentlich gar kein Wachstum mehr erzielt. Dementsprechend versucht auf Pump die Illusion, die Wachstumsillusion aufrechtzuerhalten. Hier sehen wir das jetzt etwa, wenn die Zinsen für japanische Anleihen jetzt auf 3% steigen würden, dann müsste Japan sein ganzes Budget ausgeben, um nur Zinsen zu zahlen. Das muss man sich mal vorstellen. Staatsverschuldung in Japan ja so hoch wie in keinem anderen Land, mit Ausnahme China, wenn man da die Staatskonzerne mitzählt, was man eigentlich tun muss. Aber jedenfalls sehen wir über 250% des BIPs Verschuldung. Dagegen ist Griechenland ja geradezu süß, ja? Also da kann man nicht meckern. Italien ist da ganz entspannt in dieser Hinsicht, aber das zeigt, wie krass die Dinge sind. Hier sehen wir mal die Pro-Kopf-Verschuldung der Japaner bei über 100.000 Euro, die Amerikaner, und das im Jahr 2020, das hat sich jetzt noch ein bisschen weiter erhöht. Die Amerikaner damals bei 59.000, die Italiener bei 52.000. Also wir sehen, wie krass diese Lage ist, und das deutet darauf hin, dass Japan ein riesiges Thema bekommen wird, logischerweise, wenn hier die Entwicklungen so weitergehen, vor allem am Anleihemarkt, und dafür spricht vieles. Hier sehen wir mal TLT, das praktisch länger laufende Anleiherenditen abbildet. Wenn der Kurs steigt, fallen die Renditen. Wenn der Kurs fällt, steigen die Renditen. Wir sehen hier wichtiges Widerstandsniveau beim Kurs. Das TLT angelaufen geht jetzt nach unten. Und hier in dem rechten Tweet sehen Sie, dass wir sehr wahrscheinlich jetzt bis Februar
tendenziell steigende Renditen sehen werden. Das ist dann der übergeordnete Gegenwind für die Aktienmärkte. Dementsprechend bleibe ich übergeordnet skeptisch, gehe von tieferen Kursen aus, auch wenn wir im kurzen Zeitfenster eine Erholung sehen können. In China sehen wir jetzt, dass die Fabriken, die Firmen ihren Leuten erzählt, selbst wenn ihr Corona habt, kommt bitte in die Firma. Wir haben zu wenig Arbeitskräfte, können sonst die Produktion nicht mehr aufrechterhalten. Eigentlich sind diese Lockerungsmaßnahmen ja gedacht gewesen, damit die Wirtschaft wieder anspringt. Aber hier sehen wir mal die U-Bahn-Verkehre in dieser unteren Grafik. Das geht weiter nach unten in den Metropolen Chinas, weil die Leute eben entweder krank sind oder sich sagen, ich bleib besser zu Hause oder ich gehe nicht zur Arbeit. Also das wird eine ganz, ganz harte Geschichte. Und meine Damen und Herren, heute vor 100 Jahren in Deutschland, da wurde der Preis für das Umlagegetreide mal eben versechsfacht. Bauern mussten einen Teil der Ernte verbilligt für Brot auf Lebensmittelkarten abgeben. Ja, vielleicht sind wir da auch auf einem guten Weg, gell, Energienotstand, dann machen wir unsere Landwirtschaft systematisch kaputt, gell, mit irgendwelchen Verordnungen, die man in irgendwelchen seltsamen Hirnen in Brüssel sich ausdenkt. Das kann dann mal auch schwierig werden mit der für uns so selbstverständlichen Nahrungsmittelversorgung. Deswegen werde ich jetzt verstärkt mal mir diese Dinge anschauen, die vor 100 Jahren passiert sind. Sind ja schon ähnliche Muster. Wir haben eine Inflation, dann geht diese Inflation zurück, dann kam eine Hyperinflation. Das ist diesmal nicht zu erwarten, aber dass wir vor relativ bewegten Zeiten stehen werden im Jahr 2023, halte ich für wahrscheinlich. Hier sehen Sie nochmal, das packe ich Ihnen als Link unter das Video, das Interview mit Daniel DiMartino Booth. Wirklich richtig coole Aussagen, relativ am Anfang auch schon, mussten Sie also nicht wahnsinnig viel Zeit aufwenden, aber ein bisschen Englisch können, das bleibt nicht aus. Dann noch zwei Artikelempfehlungen, meine Damen und Herren, Exporte von Öl aus Russland brechen deutlich ein, Booms, das ging sehr, sehr schnell und die Gaspreisobergrenze, die könnte die Energiekrise, die wir haben, noch weiter verschärfen. Ja, sowas, wie kommt man denn auf sowas? Zweite Artikelempfehlung und dann nochmal abschließend. Wer es noch nicht gemacht hat, imperativ anmelden bei unserem hervorragenden Newsletter. Jetzt sage ich erst einmal Servus und Ciao.